Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Elder Scrolls Online Folge 1782 und der ersten Folge von Goldroad. Ihr habt entschieden in der Umfrage, welcher Charakter soll Goldroad starten? Oder andersrum, welchen Charakter soll ich nehmen? Diesen hier, was passt, weil es nach Arteum geht. Naja, auch wir. Oder den Arkanisten, der mit Necrom quasi die Einleitung gemacht hat. Da gab es ja ein Reveal. So. Den Arkanisten zeige ich am Ende der Folge noch einmal. Da machen wir ein Verlies durch. Irgendwo auf der Welt, ein offenes Verlies. Dass ihr seht, wie der sich spielt. Gut. Ja, wir sind hier, warten auf den nächsten Auftrag. Und dann gucken wir doch mal nach, ne? Auch das Schriftlehrersystem werde ich mir jetzt gleich später anschauen im Laufe dieses Runs. Und es gibt zwei Playlisten. Wir haben übrigens den Prolog zu Blackwood vergessen. Muss ich irgendwann mal nachholen. Also es gibt zwei Playlisten. Playlist A ist Staffel 15, Playlist B ist Goldroad. Wir werden wahrscheinlich auch in die 16. Staffel wechseln. Sobald wir die 18.000 voll haben. Gut. Prolog. Lehrer Miel die Weise hat mich gerufen, um als Entsandte von Hermeos Mora das detrische Fürsten des Schicksals zu dienen. Hermeos Mora ist Schicksal? Okay, egal. Der Dremora Torvesard will ein Geheimnis in den Gewölben von Apokrypha freilegen. Doch, falls er erfolgreich ist, könnte die Wirklichkeit selbst in Gefahr sein. Wichtig. Wer Torvesard nicht kennt. Okay, der Text unten rechts macht mir jetzt gerade Angst. Torvesard, von mir auch gerne Torversand genannt, ist ein interessanter Charakter. Mehr sage ich dazu nicht. Geht davon aus, dass wir Necrom schon durch haben. Ich gehe jetzt davon aus, wir haben mit dem Charakter Necrom schon gemacht. Also sind... Ja, komm. Sind quasi hier gewesen und hier und haben alles erledigt. Geht davon aus. Geschichtlich gesehen. Wir haben das jetzt gemacht. So. Es werden wohl auch einige Story-Dinge weggehen. Die... Achso, aha.
So können wir doch nicht raus. So, sind wir verzaubert mit unserer Rüstung. Ich gehe zum Wegschrein erstmal. So, und wir haben Blackwood fertig zuletzt. Das wird also richtig gut. Ja, und wir haben den 10.06.2024. Das nehme ich mit. Das Let's Play wird auch so laufen, dass ich alles langsam angehe. Also es wird kein, oh, jetzt gehen wir, jetzt suchen wir den Wegschrein dahin und springen sofort dahin und ich verpulver 20.000 Gold fürs Teleportieren und solche Sachen. Nein. Wer das macht, wer das will, der ist hier falsch, der kann gerne gehen. Ich mache das hier ganz langsam und nehme mir Zeit, die ich brauche. Entdecke die Welt und ich habe auch hier schon wieder die Tabelle auf, die bei mir lustigerweise immer noch Skyrim Mod Bewertung heißt, die nichts anderes sagt. Ich werde Gold Road am Ende bewerten. Und das hier ist Beginn Phase 1. Sind in Phasen unterteilt. Phase 1 ist Hauptkapitel. Phase 2 ist Add-on zum Kapitel. Etc. Gut. Wo will das Spiel mich jetzt gerade hinhaben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welche sind das jetzt? Die nicht. Die, genau. Leramiel. Eso Leramiel. The Weiss. Die kann man. Gibt's das auch auf Deutsch? Wäre für mich leichter zu lesen jetzt so auf die Schnelle. Ich guck gerade was nach. Ne. Eine ganze leere Mehl füllt eine gesamte Seite. Also die ist endlos. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt woanders noch vorkommt, aber ich glaube, die kommt exklusiv in Necrom vor. Die kennen wir also noch nicht. Nicht, weg damit. Ja, X, das Ganze weg. Gut. Schon wieder nicht nachgeguckt. Also. Wo ist das? Eldenwurz Unterschlupf. Okay, es geht nach Eldenwurz. Da war ja lange nicht. Sich im Nu verlaufen. Deswegen mag ich Städte wohl auch so gern. So, wie ich den Charakter aufgebaut habe, ist letzten Endes dessen ganz simpler Auflade-One-Shot-Magier auf Fernkampf. Ich habe das Gesetz von Julianus auf AZ. Andererseits kann ich mir nicht beschaffen, weil die sehr viel Spielzeit und auch Verliese, also Gewölbe, ne, Verliese, Gruppenverliese erfordern, die ich nicht großartig mache. Von den Fertigkeiten her habe ich Kraftimpuls. Auf der zweiten, auf der ersten. Die Dauerfähigkeit, die ich irgendwie ganz cool finde.
Und was es auch gibt, das hat was mit diesem Schriftlehre-System zu tun. Habe ich gesehen. Ich kann hier anscheinend irgendwann draufklicken. Kann ich noch nicht machen. Schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Aber auch zunächst gehen wir den Unterschlupf suchen. Das ist so laut. Ladezone-Musik. Vielen Dank für das Echonier. Wir werden dieses Relikt brauchen. Da wir von Relikten sprechen. Diebe haben einen alten Stab aus der Grube der Eidgeschworenen gestohlen. In der Tat. Wie drangen meine ungeladenen Gäste in den Schleier des Aufruhrs ein? Ich bin verwundert. Gute Orks sind gestorben. Ich bin nicht verwundert. Ich bin wütend. Ich mag Lagerfeuer. Sie erinnern mich an meine Kindheit. Hungrig sein war nicht so schlimm, solange einem warm war. Tja, und dann gucken sie jetzt an. Es tut gut, euch wiederzusehen, meine Freundin. Trotzdem gefällt mir das alles gar nicht. Ich habe schon genug Ärger in Vrotka ohne neue Feinde, die bereit sind, wegen ein paar alter Relikte Blut zu vergießen. Ich wusste nicht einmal, dass es in der Grube der Eidgeschworenen einen Stab gab, der sich zu stehlen lohnte. Ihr sagtet, jemand hätte einen Stab aus der Grube der Eidgeschworenen gestohlen? Der Stab der vielen Pfade, so wird er genannt. Niemand scheint zu wissen, wie und wann genau er in der Grube der Eidgeschworenen eingeschlossen wurde. Doch er scheint schon eine Weile dort gewesen zu sein. Die Rückbesinnung entkam damit, während wir ihren Angriff abwehrten. Die Rückbesinnung? Söldner? Irgendwelche Kultisten? Die meisten waren Waldelfen. Sie kamen in die Grube der Eidgeschworenen, um neue Mitglieder aus den Kriegerlogen dort anzuwerben. Zumindest sagten sie das. Als unsere Leute sich ihnen nicht anschließen wollten, griffen sie an. König Basrak, was macht ihr hier? Ich mag in Orsinium der König sein, doch ich bin auch ein treuer Diener von Malakat. Wenn der Zürnende mir einen Traum in den Kopf setzt, höre ich zu. Außerdem ist es nicht gut, wenn Orks in uralte Elfenkulte verstrickt werden. Ich will sicherstellen, dass das nicht wieder geschieht. Okay. Wer ist das hier? Jemand gab sich große Mühe, das Echonier zu untersuchen. Seltsam. Ich schenkte diesem staubigen alten Relikt kaum Beachtung. Es ist eindeutig wichtiger, als ich dachte. Jetzt ist es wohl das Problem von Hermeos Mora und Leramiel. Ich glaube nicht, dass ich euch schon begegnet bin. Ihr mögt mich nicht kennen, Sterbliche, doch ich kenne euch. Ich bin ein Bewunderer eurer Arbeit. Ich bin Fanuit Hen, der Halbfürst von Malstrom. Von Zeit zu Zeit tadle ich die Geister von Kriegern, die fallen, ohne zu wissen, warum. Manche von ihnen haben gegen euch verloren. Ihr seid ein dätrischer Fürst. Noch nicht schon wieder diese ermüdende Unterhaltung. Wenn man der Sache denn einen Namen geben muss, so bin ich ein Halbfürst. Ein Spross von Boetia und Schutzpatron aller, die im Kampf herausragen wollen. Doch habt keine Angst. Wir werden erst die Klingen kreuzen, nachdem ihr bereit seid. Was genau ist im Schleier des Aufruhrs geschehen? Irgendeine unverschämte Närrin, die sich selbst die Blinde nennt, dachte, es würde mich nicht stören, wenn sie und ihr kleiner Haufen Kultisten nach Malstrom kommen und meine Sammlung von Schätzen durchwühlen. Soweit ich weiß, suchten sie nach dem Echonier. Dem Echonier? Ein großer, versteinerter Augapfel, den Hermeos Mora selbst abgesondert hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich den schon hatte. Er diente mir als Briefbeschwerer, doch es scheint, dass Mora einen anderen Zweck für das Echonier vorgesehen hatte. Nun, es war langweilig und ich bin froh, es los zu sein. Okay. Endlich seid ihr hier. Willkommen, Entsandte.
Hermeus Mora, der dädrische Fürst des verbotenen Wissens, hat euch als Champion des Schicksals gezeichnet. Sein Widersacher Torvesaat rückt wieder gegen Apokrypha vor und bedroht nicht nur Moras Ebene, sondern auch unsere Welt. Warum habt ihr nach mir geschickt? Der Wissende nimmt die Erfordernis dieses Zusammentreffens als... Hermeus Mora sagte mir, dass wir euch brauchen. Torvesaat will Itelia wiederherstellen. Eine dädrische Fürstin, die von allen vergessen war. Die Erinnerung an sie wurde in Apokrypha versiegelt. Doch nun erinnert sich Torvesaat. Ja, das ist der... Spoiler. Ja, das ist der Punkt am Ende von Necrom. Bethesda bzw. Zenimax haben ein Daedra einfach aus den Fingernagel gezogen. Naja. Was meint er mit, die Erinnerung an sie wurde in Apokrypha versiegelt? Drei Glyphika, in denen die Erinnerung an Itelia steckt, wurden in Mythos verborgen, dem Herzen von Apokrypha. Torvesaat hat bereits zwei von ihnen geöffnet. Nun will er zurückkehren und die letzte Glyphik öffnen. Wir müssen ihn aufhalten. Hier, ihr werdet das Echonier brauchen. Was genau ist das? Ein Relikt, das Hermeus Mora selbst schmiedete. Das Echonier kann distinkte Fokusse korporalisieren. Das heißt, es kann Echos vergangener Ereignisse in Verbindung mit der vergessenen Fürstin enthüllen. Vor langer Zeit getroffene Entscheidungen bedrohen derzeit unsere Welt. Das Echonier kann uns helfen, sie zu verstehen. Und wie setze ich es ein? Wenn ihr an einen Ort kommt, der mit Fürstin Itelia zu tun hat, haltet ihr das Echonier hoch, um nachklingende Erinnerungen hervorzulocken und sie euch anzusehen. Ihr müsst vielleicht auch Schicksalsfäden wahrnehmen können, so wie ich das vermag. Ich habe einen Zauber dafür. Warum müssen wir Torvesaat davon abhalten, sich an Itelia zu erinnern? Weil Hermeus Mora vorgesehen hat, dass eine wiederhergestellte Fürstin Itelia die Grundfesten der Wirklichkeit selbst bedroht, sowie Apokrypha, Nirn und die gesamte Existenz gefährdet. Der Wissende braucht sterbliche Hilfe, um die Katastrophe abzuwenden. Das Sterbliche streich mal. Nun gut, wo fangen wir an? Hermeus Mora kann Torvesaat nicht sehen, doch er kann die Fäden des Schicksals spüren, die Torvesaats Wirken stört. Die Fäden zerfasern in Gradwald, Schnittermark und Steinfälle. Ich werde ein Portal an jeden dieser Orte öffnen. Wählt eines aus und wir gehen hindurch. Wie konnten denn alle einen dädrischen Fürsten vergessen? Hermeus Mora berührte jeden Geist, bei sterblichen wie unsterblichen Geschöpfen gleichermaßen, und löschte alle Erinnerung an Itelia aus. Sein Werk war allerdings unvollkommen. Einige wenige spürten, dass ihnen etwas genommen worden war. Und er konnte nicht die eigene Erinnerung an sein Wirken auslöschen. Das klingt nach einer ziemlich merkwürdigen Ausrede dafür, dass alle nicht wussten, dass eine existiert. So mächtig ist Hermeus Mora nur auch wirklich nicht. Das bezweifle ich stark. Wer war Itelia? Was ist ihr zugestoßen? Torvesaat nennt Itelia die dädrische Fürstin der Pfade. Die Herren der unbereisten Straße. Die Schicksalsformerin. Ihr seid genauso schlau wie ich, wenn es darum geht, was das alles bedeuten soll, Entsandte. Was ihr Schicksal anbelangt, so vermute ich, dass dieses Geheimnis in der letzten Glyphik weggeschlossen wurde. Und wie konnte Torvesaat sich an sie erinnern, wenn alle anderen sie vergessen hatten? Torvesaat meinte, er wurde von Träumen gequält, an die er sich nur in Teilen erinnern konnte. Eine seltsame Sache. Denn Daedra träumen nicht, wie wir Sterbliche es tun. Das Gefühl eines unbestimmten Verlusts trieb ihn dazu, nach Antworten zu suchen. Diese Suche führte ihn schließlich nach Apokrypha. Erzähl mir von Torvesaat, das ist wichtig, weil wir ihn ja noch nicht kennen. Torvesaat ist ein clanloser Dremora, der sich mit unterschiedlichen dädrischen Fürsten verbündet. Als wir ihn in Necrom trafen, arbeitete er mit Vermina und Perjite zusammen, um ein in Apokrypha verborgenes Geheimnis freizulegen. Inzwischen erinnert er sich, dass er einst Itelia diente. Ihr sagtet, Torvesaat habe schon zwei Glyphika geöffnet? Ja, in der ersten steckte das Geheimnis, dass Hermeus Mora eine Erinnerung aus ganz Nirn und dem Reich des Vergessens ausgelöscht hatte. Die zweite Glyphik offenbarte die Erinnerung, dass es einst eine dädrische Fürstin namens Itelia gab. Eine Fürstin, der Torvesaat ehedem gedient hatte.
Und wo ist die dritte Glyphik? Sie liegt verborgen in einem Gewölbe von Mythos, dem Herzen von Apokrypha. Es entgegen des Willens von Hameus Mora zu erreichen, sollte unmöglich sein. Doch Torvesat hat es schon zweimal geschafft. Mora nannte ihn den Ungesehenen. Irgendwie kann Torvesat seinem Blick entgehen. Und warum nennt ihr mich Entsandte? Weil ihr das Mal von Hameus Mora tragt. Er hat euch auserwählt, um als Champion des Schicksals zu dienen. Als seine Agentin auf der Ebene der Sterblichen. Und vielleicht auch jenseits davon. Ihr könnt an Orten handeln, an denen der Wissende nicht unmittelbar einzugreifen vermag. Genau wie ich es kann. Warum hat Hameus Mora mich gezeichnet? Ihr besitzt die besondere Fähigkeit, euer eigenes Schicksal zu schmieden. Ich kann Schicksalsfäden sehen. Eine Gabe, die ich nun mit euch geteilt habe. Der Wissende braucht Talente wie die unsrigen. Habt keine Angst. Ihr helft euch selbst, indem ihr Mora helft. Ich sehe keine Schicksalsfäden. Torvesats Taten haben mir keine besondere Störung verursacht. Ich gehe davon aus, dass ihr die betroffenen Fäden sehen könnt, wenn wir Orte besuchen, an denen er gewirkt hat. Doch ich gebe zu, dass ich mir nicht sicher bin, was die Dauer oder die Wirksamkeit des Zaubers anbelangt. Okay. Such den Gratwaldstein für Schnittermark. Ah, es sind drei Orte, an die wir gehen müssen. Machen wir mal ein schönes Bild von ihr. Danke. Vielleicht ist der Schmetterling auch noch drauf. Neues Buch entdeckt. Einmal mehr hat Hameus Mora euch gerufen, um als Entsandte des Schicksals zu dienen. Der Dremora Torvesat will ein Geheimnis in den Tiefen von Apokrypha freilegen, doch falls er erfolgreich ist, könnte die Wirklichkeit selbst in Gefahr sein. Der Herr der Geheimnisse sieht voraus, dass wir Torvesat allein durch eure Hilfe von dessen unbesonnenem Pfad abbringen können. Trefft mich in der Hauptstadt eurer Allianz und ich werde erklären, was ihr tun müsst. Okay, das ist der Brief von ihr an uns. Fangen wir gerade weiter an. So. Eine Aileiden-Ruine? Interessant. Könnt ihr die Schicksalsfäden erkennen? Jetzt ja. Die Fäden zeigen Torvesats Spur. Folgt ihnen. Ich suche die Umgebung nach anderen verborgenen Zeichen ab. Alles klar. Folgen wir den Spuren. Ich glaube immer noch, ich glaube nicht daran, dass... Kein Detra ist so mächtig, um Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt hier zu manipulieren. Und Detra. Das sind Milliarden. Wenn Molag Bal so mächtig gewesen wäre, dann wäre Nirn untergegangen. Oder irgendein anderer. Ruinen des Reliquiars. Gut, wir folgen erstmal dem Prolog. Abseits von diesem LP. Sieh einer an. Vielleicht wendet sich mein Glück doch zum Besseren. Was ist denn das? Ich erzähl's am Ende. Ach, wenn das nicht die Freundin meiner Schwester Eveli ist. Schön, euch zu sehen. Ich stehe gerade vor einem Rätsel, das fast so verworren ist wie die Sache mit der erwachenden Flamme. Ich spüre einer Gruppe von Unruhestiftern nach, die sich die Rückbesinnung nennt. Ihr seid nicht zufällig auch auf ihrer Spur, oder? Ich bin nicht sicher. Was könnt ihr mir über die Rückbesinnung erzählen? Sie sind ein schwer zu fassender Haufen. Eine Mischung aus Geheimgesellschaft, Söldnerkompanie und Kult. Ich habe von Leuten gehört, die verschwunden sind, und ich glaube, dass die Rückbesinnung daran beteiligt ist. Wenn ihr nicht der Rückbesinnung nachjagt, warum seid ihr dann hier? Ich suche nach einem Dremora namens Torvesat. Gefährliche Beute. Doch ihr seht aus wie jemand, die weiß, was sie tut. Es ist seltsam, dass meine Verfolgung der Rückbesinnung und eure Jagd nach diesem Torvesat uns beide zu diesen alten Ruinen geführt haben. Doch das bringt mich auf eine Idee. Was schwebt euch vor? Ich schlage vor, wir arbeiten zusammen.
Es sind mehr von der Rückbesinnung hier, als ich allein bezwingen könnte. Doch vielleicht finden wir gemeinsam ein paar Antworten. Wir können herausfinden, warum sie am Reliquiar der Sterne interessiert sind, während wir nach diesem flüchtigen Dremora suchen. Nun gut, gehen wir hinein. Ich habe einen Magier der Rückbesinnung belauscht, als er einen verborgenen Schrein in den Ruinen erwähnte. Etwas über einen Wasserfall in den Fleischgärten. Kein besonders angenehmer Name, doch vielleicht sollten wir dort anfangen. Er liegt irgendwo im Norden. Könnt ihr mir mehr über die Rückbesinnung erzählen? Es scheint die Wiederbelebung eines uralten Aileiden-Kults zu sein. Oder vielleicht eine Art Kriegerorden, der von den Aileiden inspiriert ist. In ihren Rängen sind viele Waldelfen, muss ich leider sagen. Es ist seltsam. Ich hatte bis vor wenigen Monaten noch nicht von ihr gehört. Was führt dazu, dass ihr nach ihr nachgegangen seid? Ich hörte Gerüchte über Gruppen der Rückbesinnung, die in Aileiden-Ruinen in den Westauen herumstöbern. Und zur gleichen Zeit begannen Leute zu verschwinden, einschließlich einiger, die ich kannte. Ich kann nicht sagen, ob sie entführt wurden oder angeworben. Was ist das für ein Ort? Man nennt es das Reliquiar der Sterne, ein altes Aileiden-Archiv. Die Forscher der Magiergilde hier sagen, Magika ströme durch seine Wände. Sie sind so beschäftigt mit ihren Studien, um auf die Späher der Rückbesinnung zu achten, die sich ins Reliquiar schleichen. Und das beginnt schon wieder. Mein Charakter hat Alzheimer und die Fragen... Ja, das hat er doch schon gesagt. Biragon, was macht ihr denn hier? Ich schätze, diese Sache mit dem Kult der erwachenden Flamme und Kaiser Leowigs Ältestenrat hat mich aus dem Ruhestand geholt. Als die Rückbesinnung auftauchte, begannen Leute zu verschwinden. Da beschloss ich, die Feder wieder mit meinen Waffen zu ersetzen. Wie steht's mit Evili? Ist sie auch hier? Meine kleine Schwester erlebt eigene Abenteuer. Ehrlich gesagt habe ich den Überblick über ihr Kommen und Gehen verloren. Ich glaube, das dürfen wir euch anlasten, meine Freundin. Euer Vorbild hat sie dazu inspiriert, nach Vorgängen zu suchen, die umherwandernde Abenteurer erfordern. Ich glaube, die ist irgendwo im Norden unterwegs. Gut. Dann durchsuchen wir die Ruinen. Und schauen, was wir hier finden. Das sieht aus wie ein Magier. Jetzt werden die ganzen Gegner wahrscheinlich weggesnackt. Oh, Bücher, wirklich. Neues Buch entdeckt. Bahandari Hamel Ragu. Hier, wenn ihr das auch nachmachen wollt. Eine Tasse Brühe, 2 Pfund Fleisch, gewürfelt. Also Gulasch, eine große Zwiebel hacken, 4 kleine Tomaten zerdrücken und dazugeben und 2 Pfund Kartoffeln geschält und geviertelt kochen und dann das alles zusammenmixen, dann habt ihr Hammelragout. Das ist ein Charakter, den ich möglichst vollständig machen möchte, deswegen haue ich hier die ganzen Bücher durch. Da müssen wir es leider durch. Eine Bücherregale lasse ich mir meistens nicht entgehen. Ihr werdet... Ach du Scheiße. Ihr werdet wahrscheinlich auch festgestellt haben, ey, es gab schon Esel heute Abend. Ja. Blackwood, also eine Vergangenheit und diese Zukunft laufen parallel. Ich wollte nicht, dass er so lange wartet auf Gold Road. Was ein bisschen merkwürdig ist hinterher in der Nummerierungsführung, weil plötzlich eine Nummer auftaucht, die noch weit in der Zukunft liegt. Neues Buch entdeckt. Rotfeld Tagebuch Band 1. Gut, jetzt haben wir die Bücher durch. Magische Macht aufladen. Gut, aufgeladen. Die Fleischgärten, das klingt ja auch wirklich toll.
Aber hier waren wir doch schon. Angeknackste Eicheln. Mir gefällt nicht, wie diese Statuen aussehen. Passt auf, wo ihr hintretet, meine Freundin. Ja, wir treten da nicht lang. Zum Leben erwachen die auch nicht. Ist anscheinend da oben hin, oder? Seht, ist da eine Tür hinter dem Wasserfall? Jo. Gut versteckt. Zeichen von Meridia oder Nocturnal? Die Rückbesinnung ist hier, zweifelsohne. Ich bin bereit für Ärger. Oh ja. Ich kann euch helfen. Du kannst mir helfen. Unterschätzt uns nicht. Gott, was war das denn? Ich mag diese Bälle, die hier rumfliegen. Das ist irgendein Effekt von dem Psychic-Magier. Oh, Azura, schön. Das war euer letzter Fehler, Beragon! Torvesat hatte uns gewarnt, dass ihr kommt. Das Relikt, das er suchte, war nicht hier. Aber er ließ mich ich zurück, da einen damit Knick. Ich mich um euch Lass kümmere. Was wollte er sagen? Oh. Hier drüben, meine Freundin. Ich blieb wohl nicht so unentdeckt, wie ich dachte. Ich bin wahrscheinlich aus der Übung. Was ist das da auf dem Boden? Offenes Buch entdeckt. Offenbar ist Azuras Relikt nicht mehr hier. Ich bin zugegebenermaßen ratlos. Es scheint vor Jahrhunderten entfernt worden zu sein. Mir bleibt keine Zeit, die ich hierfür verschwenden könnte. Also überlasse ich die Angelegenheit der Rückbesinnung. Untersucht den Schrein, taucht in die Geschichte dieses Ortes ein und findet heraus, wer die Lampe entwendet hat. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas Nützliches rausfindet und bereite durch vor Moas Champions werden und dort sicher bald finden. In der Zwischenzeit muss ich mich den anderen Relikten widmen. Es sieht so aus, als hätten wir die Rückbesinnung gefunden. Oder zumindest einen Teil davon. Ich kannte Endegor nicht gut, doch was ich von ihm wusste, gefiel mir nicht. Im besten Fall ein bigotter Radikaler. Ich bin überrascht, dass er überhaupt mit Leuten zusammenarbeitete, die keine Bosmer sind. Was steht in diesem Brief? Sind Anweisungen für Endegor von Torvesat. Darf ich? Das klärt die Frage, ob Torvesat und die Rückbesinnung zusammenarbeiten. Es war kein Zufall, dass wir uns hier begegnet sind, meine Freundin. In der Notiz stand, Torvesat sucht nach einem Relikt, nach einer Lampe. Der Brief deutet darauf hin, dass die Rückbesinnung sie noch nicht gefunden hat. Oder vielleicht gar keine Hinweise auf ihren Fundort kennt. Hätte sie diese, würde Endegor inzwischen irgendwo anders mit Torvesat suchen. Ich frage mich, was mit der Lampe geschehen ist. Ich habe etwas, das uns zeigen könnte. Seht ihr hier etwas Ungewöhnliches? Etwas Ungewöhnliches wollen wir einmal sehen. Ah, drüben beim Altar. Ist es das, was ihr sucht? Würde ich mal Zucker fragen, die guckt gerade zu. Auges war klar. Das Aliathe-Gewölbe ist nicht sicher. Die Lampe muss an einen anderen Ort. Krass. Wo könnten wir sie verstecken? Ich kenne eine Höhle im Norden.
Die Lampe sollte dort sicher sein, wenn wir die passenden Zauber wirken. War das eine Erinnerung aus der meretischen Ära? Vergesst es. Wer ist diese Hochelfin? Ich bin Leramir. Eine seltsame. Vermute ich nach der Erinnerung richtig, dass Torvesat nicht fand, was er hier suchte? Eine seltsame Vision. Sie sorgten sich um Aileiden, doch es gibt hier seit vielen, vielen Jahrhunderten keine Aileiden mehr. Da wir gerade von seltsamen Dingen sprechen, es sieht aus, als hätten wir eine neue Gefährtin hinzugewonnen. Ich vermute, ihr kennt diese Hochelfin? Das ist Leramir die Weise. Ich helfe ihr, nach Torvesat zu suchen. Ich verstehe. Nun, da die Rückbesinnung für ihn zu arbeiten scheint, suche ich offenbar auch nach Torvesat. In den Westauen treiben sich reichlich Leute von der Rückbesinnung herum. Ich treffe euch dort, falls euch alle anderen Spuren ausgehen sollten. Ich werde mich daran erinnern. Viel Glück, Beragon. Auch ich wünsche euch das Glück der Natur, meine Freundin. Ich habe das Gefühl, unsere Pfade werden sich wieder kreuzen. Sprechen wir, Entsandte. Verwunderlich. Hier war ein Relikt von Azura, eine Lampe. Ohne Zweifel fürchteten die Magier, die sie entfernten, dass die Alessianer diesen Ort plündern würden. Eine Erinnerung, die hier seit den frühen Tagen der ersten Ära bewahrt wurde. Ich frage mich, was Torvesat mit dieser Lampe will. Wohin gehen wir jetzt? Hermeus Mora möchte, dass ihr diese Entscheidung ohne seine Anleitung trefft, Entsandte. Torvesat störte das Schicksal an drei unterschiedlichen Orten. Der Wissende muss einen Grund haben, wenn er uns anweist, sie alle zu besuchen. Was meint ihr, was wir in Schnittermark finden werden? Ich bin mir nicht sicher. Zu Schnittermark gehören einige der ältesten Städte und Tempel der Khajiit. Sie hatten schon immer eine nuanciertere Sicht auf die dädrischen Mächte als andere Kulturen. Ich bin gespannt, was wir dort aufdecken werden. Wohlan, ich bin bereit, fortzufahren. Hervorragend. Im Interesse einer Beschleunigung unserer Untersuchung dieser Störungen während eine körperliche Translokation... Ich werde Portale öffnen, um uns etwas Zeit zu sparen. Wählt eines und ich folge nach. Gut. Warum nicht gleich so? Oh, Schnittermark. Ja, da lang. Auf nach Schnittermark. So, was finden wir in Schnittermark? Ihr solltet die Fäden des Schicksals hier wahrnehmen können. Gleich. Folgt ihnen, Entsandte. Gleich, ich muss Zeit pausieren, denn ich muss mal kurz werden. So, viel, viel besser. Ich plane vielleicht den ganzen Prolog durchzuziehen. So, jetzt haben wir hier einen Steinfäller. Hier eine Düne in der Nähe. Den Ort kennen wir. Da. Ah, die Schicksalswanderin. Wie Herr Mora es vorhersagte. Können wir uns? Der alte Rijad sah euch über die Fluten kommen. Herr Mora wünschte, dass dieser euch hier begrüßt. So kreuzen sich unsere Pfade. Wonach sucht ihr, Schicksalswanderin? Ein nach Endremora namens Torvesat. Seine Taten bedrohen die Wirklichkeit selbst. Der alte Rijad hat keinen Dremora gesehen. Doch das heißt nicht, dass eure Beute nicht hier war. Es liegt ein Wandel in der Luft. Ein Wandel, der vor langer Zeit begann. Der alte Rijad weiß, was zu tun ist. Ihr solltet den Segen der ewig betrauerten Kinder ersuchen. Ein Segen ersuchen? Was meint ihr damit? Besucht die nahen Schreine von Jone und Jode. Erweist euren Respekt. In den alten Tagen beteten wir Khajiit jeden Tag zu den Zwillingen, damit unsere Pfade mit Mondlicht und Zucker gesegnet werden. Vielleicht ist es wieder soweit. Wo landen? Wo sind diese Schreine? Die Schreine sind hier, in diesem Innenhof. Der alte Rijad kann sehen, dass ihr eine lange Reise vor euch habt, Schicksalswanderin. Ihr werdet den Segen der zwei Monde brauchen. Kehrt zurück, nachdem ihr euren Respekt gezollt habt. Was ist das für ein Ort?
Ihr steht im Tempel des Pfads der zwei Monde. Vor langer Zeit war Düne ein Königreich, das von Mondpriestern und Gelehrten gelenkt wurde. Bis heute kommen neue Mänen hierher, um ihre Reise mit dem Mondgeweihten abzuschließen und ihre heiligen Pflichten aufzunehmen. Boah, das ist ewig her. Hatten wir auch gemacht. Ich habe eine lange Reise vor mir. Was meint ihr damit? Dieser Ort ist nur ein Halt auf eurem Pfad, Schicksalswanderin. Was ihr schlussendlich sucht, ist nicht hier. Doch verzweifelt nicht. Der alte Rijad glaubt, dass ihr herkommen musstet. Und sein Herz sagt ihm, dass eure Reise euch an seltsame und ferne Orte bringen wird. Das hilft uns nicht weiter. Achso, den Segen von Yone und Yoda. Okay. Es gibt in der Mythologie zwei Monde. Ein kleiner und ein großer. Das ist der erste Segen. Und nur damit wir uns alle verstehen, mein Charakter glaubt, die ist Gott. Krank. Sah das gerade aus vom Bild. Wir haben so viel mit Magie zu tun. Ist ja mittlerweile selbst wie Vivek und Co. Sind euch wohlgesonnen, Schicksalswanderin. Der alte Rijad sieht jetzt deutlich euren Pfad. Ja, auch wenn die Zwillinge weiter schweigen, scheint ihr Licht dennoch auf den Pfad. Für jene, die wissen, wie man sieht. Der alte Rijad versteht nun, warum der Gezeitenwächter ihm sagte, er soll euch hier treffen. Was meint ihr? Ihr sucht ein zerfasertes Schicksal, ja. Dieser weiß nun, dass ihr ein Ereignis untersuchen müsst, das lange zurückliegt. Hermora will, dass ihr eine Erinnerung seht, die im Fels dieses Ortes gefangen ist. Doch wie soll man so etwas bewerkstelligen, fragt sich der alte Rijad. Ich habe ein Relikt von Hermios Morat, das Ekonia. Es enthüllt Erinnerungen. Etwas, das der Gezeitenwächter selbst gesegnet hat? Der alte Rijad hatte nie viel mit Relikten zu tun, ganz ungeachtet ihrer Herkunft. Doch wenn es seinen Zweck erfüllt, so verwendet euer Relikt hier. Lasst uns sehen, was es euch zeigt, Schicksalswanderin. Alles klar. Dieser Schleim? Warum will Boetra, dass dieser Tempel unversehrt bleibt, Schwester? Zweifelt nicht an der Kriegerin von Osten und Westen, Schwester. Nun, zurück nach Dokrim. Ah, interessant. Der alte Rijad ist ein Experte für jene Tage. Streit verschlang ganz Elsweyr, als der Kult von Riddeltar sich wie ein Sturm über den Sand ausbreitete. Man könnte sagen, dass Boetra damals starb. Wisst ihr, warum Hemios Mor wollte, dass ich diese Erinnerung sehe? Der Riddeltar scharrte Sand über alte Glaubensvorstellungen. Viele Khajiit wandten sich von Boetra ab. Die Kriegerin von Osten und Westen wurde aufgegeben.
Nur am Dokrin-Tempel wurde ihre Verehrung aufrechterhalten. Doch die Mönche dort fielen auch irgendwann. Aber ihr meint, der Dokrin-Tempel ist wichtig. Das Schicksal, dem ihr folgt, wurde dort geknüpft. Der alte Rijad sieht es nun. Herr Mora wollte euch diese alte Erinnerung neu durchleben lassen, um euch von Boetra zu erzählen. Der Pfad eurer Beute führt nach Dokrin. Und jetzt gilt dies auch für euren. Rijad wird den Ort auf eurer Karte markieren. Alles klar. Gut. Wo sollen wir jetzt hin? Ach. Ah, na, Steinfälle. Okay. Wo ist ein Lehrer mir? Wollt ihr nicht ein Portal machen? Die war doch da hinten, ne? Ja, die ist weg. Okay. Machen wir uns selbst auf nach Steinfälle. Dachte, die wollte Zeit sparen. Und während wir Richtung Steinfälle gehen, was natürlich einiges an Zeit erfordert, endet hier die Folge und ich zeige euch jetzt mal den Arkanisten. Tunk. So, der steht irgendwo in der Pampa. Nämlich hier. Necrom. Ja klar, Necrom hat er gemacht. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich will jetzt nicht noch ein Verlies in Blackwood machen. Wir nehmen ein anderes. Mann, das ist laut. Wer würde denn so eine gemütliche kleine Wohnung nicht wollen? So gerade auf dem rechten Monitor nach offene Verliese. Ja, und hier habe ich. Hier finde ich es nicht. Oh, wo ist denn da sonst noch gewesen? Da haben wir ein Verlies, der zweite aber nicht. Weil es gab ja immer nur ein Verlies, ne? Da fehlt uns das offene. Okay, dann nehmen wir da das offene. Und wo ist das? Ah, wenn diese scheiß Karte mal laden würde. Nein, jetzt nicht. Ist irgendwo hier. Bei mir lädt die Karte rechts nicht. Im Gasthof kann ich mich endlich entspannen. Nein, kannst du nicht. So, das Verlies haben wir noch nicht gemacht. So, der spielt sich ziemlich interessant. Ich glaube, das war unten, ne? Eine Gelegenheit zu nutzen, ist nicht verwerflich. Oder was oben?
Ich will jetzt ungern den ganzen Weg wieder hochlaufen, wenn es hier oben ist. Ey, das ist unten, okay. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Gott. Na! Ah! Nee. Jetzt habe ich die falschen Tasten gedrückt. So, dann zeige ich euch mal, wie das Ding funktioniert. Bisschen klein das Verlies, oder? Sollte das nicht größer sein? Na toll, ich glaube, das ist nicht dieses typische Verlies. Oh. Fuck you. Das ist dieses... Oh, wir sind hier für die Noobs da, Verlies. Wähle ich aus allen Verliesen das kleinste aus. Ist ja wunderbar. Kann ich noch beamen? Ja, kostet mich jetzt noch nur eine Menge. Och Mann. Sieht's hier aus? Da habe ich es noch nicht, ist aber ein ziemlich weiter Weg. Den auch noch nicht. Ah, oh, das ist leichter zu kriegen. Das hier. Ja, das Verlies ist wenigstens machbar. Ich werde das nicht durchspielen, das Verlies, weil das... Ich will euch nur ein bisschen zeigen, wie der Charakter sich spielt. Dann würde ich sagen, das spiele ich mal bis zur Stunde oder so. Ja, das ist das, was wir uns leider haben entgehen lassen. Das spielt sich wirklich toll. Schaden ist gut. Schnell. Schöne Beute. Hinfort mit euch, Sivit. Das ist eine nette Klasse auf jeden Fall. Funktioniert auch folgendermaßen. Ich mache diesen Lolli. Den hier. Den schieße ich quasi immer mit dem... mit der 3. Und wenn ich 3 von diesen Dreiecken habe, dann drücke ich die 1. Wenn ihr auch mal Gegner auftauchen, kann ich euch das auch zeigen. Beeilt euch, Gaston. Was zum Feuer macht ihr dort drin? Gaston. So, wenn ihr auch mal Gegner auftauchen. So. Mehr macht er halt nicht. 5 ist eigentlich dazu da, um passiv zu geben, könnte aber auch Crit erhöhen. 1 ist es halt dieser Schlag. Und 2 ist Heilung. So, dann gibt es auf der 1 noch das hier, die Wand. Der Laser. Dann nochmal so ein Schild. Und diesen Buff.
der aus der Ego-Perspektive sehr viel Platz ausnimmt. Ich kann euch versichern, das sieht schlimmer aus, als es ist. Da. Schon den Boss gelegt, schade. Nehmen wir den. Wenn es hilft, ich habe auch Angst. Wer hat denn Angst? Mein Inventar ist voll. Ich glaube, das wird auch reichen, oder? Ja, ich habe nicht vor, den voll zu machen. Ich muss erst die nächste Zeit, ich habe nicht so viel Zeit heute, um 1, 2, 3 Folgen zu machen und den Prolog will ich durchziehen, dass ich schnell mit Gold Road beginnen kann. Wollen wir die lokale Küche kosten? Ich verhungere gleich. Das ist auch irgendwie ein cooles Bild. Gut. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Goldwood kommt immer, wenn ESO kommt. Das heißt, ich glaube Montag, oder? Lass mich nochmal schnell gucken. Ja, Montag, genau nach Biomutant. Da kommt ESO Gold Road. Bewertung, Prolog fließt nicht in die Bewertung ein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Prolog. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.